Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Need for Speed Most Wanted aus dem Jahre 2005. Nachdem wir vor einigen Parts, war es letzten Part oder schon davor? Ich glaube, davor war es schon, den Golf GTI, den wir seit Anfang an hatten, eingetauscht haben gegen diesen wunderschönen Porsche Cayman S, der eigentlich schon fast zum Maximum getuned war. Wir haben da nur noch ein bisschen was nachgebessert. Der hat auf jeden Fall Power. Seitdem haben unsere Gegner eigentlich kaum noch eine Chance. Und wir gehen jetzt mal zum Unterschlupf. Per Schnellreise. Speichern einmal. So, und dann gehen wir natürlich auf die Blacklist. Und da sehen wir, dass wir die Rennsiege haben. Uns fehlen zwei Meilensteine und ungefähr 35.000 plus neue 125.000 Kopfgeldbombe. Und zwei Meilensteine. Also geht es jetzt daran, Kopfgeld zu sammeln. Das ist wieder ein Kopfgeldpart. Wir haben ja eigentlich gibt es drei Typen von Parts, so ungefähr, ein bisschen mehr. Blacklist-Parts, ja, wo man Blacklist-Fahrer besiegt, und dann gibt es die, Dings hier. Kopfgeld-Parts und die Renn-Parts, wo wir die Rennen fahren. Und die Kopfgeld-Parts sind ja auch die Meilenstein-Parts. Das ist hier wieder so ein Kopfgeld-Part. Der wird wahrscheinlich, oder der wird komplett aus Kopfgeldsuche bestehen, ja. Wir werden versuchen in diesem Part das Kopfgeld, was wir brauchen, zu holen, gleichzeitig unseren Porsche so ein bisschen zu leveln, was die Fahndungsschiffe angeht. Und ansonsten die zwei Meilensteine werden wir nebenbei so oder so machen. Die sind nicht das Problem. Das heißt, es geht eigentlich nur ums Kopfgeld. Und ich hoffe, dass wir das diesen Part schaffen. Das wird deswegen ein bisschen schwierig, weil wir gerade mal Fahndungsschiffe 1 sind. Aber wir sind gleich auch schon 2. Das müsste relativ schnell vorangehen. Und dann fahren wir jetzt einfach. Wenn wir den ganzen Part fahren, werden wir das Kopfgeld auf jeden Fall haben, denke ich mal. Muss man natürlich nur hoffen, dass man nicht verhaftet wird. Der Porsche kann nämlich in Standsituationen schon mal etwas schwierig werden, weil er dann, wenn du schnell beschleunigen musst, gerne mal ausbricht und dann kriegst du nicht immer unter Kontrolle und so. Aber wir sind gleich schon fahren in Stufe 2. Okay, das läuft gut. Ja, wird also ein Kopfgeldkart. Leute, hier lang. Nein, du bist falsch abgeholt. Ihr seid solche Idioten. Ah, jedes Mal muss ich mich wieder über die Cops aufregen, weil sie so schlecht sind. Hier bin ich. Hier, genau. Also ich fahre erstmal mein... Oh, jetzt gewittert. Oder nee, Quatsch. Blödsinn. Das war, hier. Warum hat der LKW sich umgedreht? Das war, die Erhöhung der Fahndungsstufe. Das sah aus wie ein Blitz. Nee, es war die Erhöhung der Fahndungsstufe. So, uns verfolgen angeblich 4 Wagen. Da sehe ich gerade noch nichts von. Hinter mir sehe ich einen, der jetzt gerade falsch abgebogen ist. Warum auch immer. Ja, also der ist weg. Ich glaube nicht, dass wir den noch kriegen. Ich hatte das schon mal, dass du dann die verfolgen musst und die kommen nicht und dann kommst du, ohne dass du es willst. Das ist vor allem bei der ersten oder jetzt, naja, schon Fahrstufe 2. Keine Ahnung, warum die jetzt immer noch so... Ja gut, dann müssen wir das gleich neu starten. Dann warte ich jetzt kurz. Weißt du, du musst echt so höllisch aufpassen, dass du die nicht verlierst. Muss man sich richtig Mühe geben. Komm schon, irgendwo kann doch mal ein Kopf sein. Das kann doch nicht sein, dass keiner da ist. Ja, nee, das bin ich nicht. Komm schon! Ja! Wuhu! Hallöchen! Danke! Du bist ein Schatz. Dafür zerdetter ich dir erstmal den Kofferraum. Oh, dem auch. Jungs, hier lang. Ja, fein. Feiner Bursche bist du. Ja, ganz ein Feiner bist du. So, jetzt haben wir 3 Stück hinter uns und die sind jetzt auch tatsächlich alle 3 hinter uns. Ich sehe es auf dem Radar. Aber selbst in den 2 Minuten Verfolgungsjagd gerade mal 3.700 Kopfgeld. Da muss mehr her. Och Leute, nein! Ich achte nicht immer auf die, weißt du, man müsste halt. Ich achte, aber ich kann ja nicht immer auf die achten, ne? Ich fahre halt manchmal einfach meine Tour. Ich habe einen Stuhl dabei. So, jetzt haben wir wieder nur einen. Jetzt haben die anderen beiden schon wieder kaputt, oder nee, kaputt nicht, aber jetzt bin ich schon wieder losgeworden. Aber der Wechsel ist echt krass. Also wenn man Fahndungsstufe 1 oder 2 ist, sind die Cops viel zu schwach. Und bei 3 werden sie dann schlagartig relativ stark. Wir hatten ja mit dem GTI Fahndungsstufe 3 und das eine da war es schon übel. Da wäre ich fast verhaftet worden. Da hatten wir viele von diesen Spezialeinheiten-Dingern da. Und so weiter. Also die werden dann schon relativ schnell plötzlich stärker. Nur bei den ersten beiden Fahndungsstufen, das kannst du eigentlich in die Tonne kloppen. Da passiert gar nichts. Naja, kann ja noch ein bisschen Sachschaden sammeln. Es gibt auch einen Meilenstein, glaube ich, bei 30.000. Genau, wir haben jetzt 7.000. Oder nee, warte mal.
Doch, müsste eigentlich das sein. Und die Verfolgungsstopper will ich nicht kaputt machen. Die bringen zwar viel Sachschaden und so weiter, aber die brauche ich vielleicht später noch. Verstärkung, so. 40 Sekunden, na komm. Oh, eine Straßensperre. Eine Straßensperre, ja, die will ich haben. Da freue ich mich ja, wenn mal irgendwo Cops sind. Da freue ich mich ja. Bam, so, siehst du mal, immerhin. Vielleicht werden sie jetzt noch mal ein bisschen wütender. Wir haben den Einsatz verfolgt und auf dem zu erwartenden Fluchtweg eine Sperre errichtet. Eine Sperre errichtet, sagt er. Und damit ist er wieder weg. Der dreht um. Ich verstehe das manchmal nicht. Die drehen um und fahren weg. Manchmal drehen die um und fahren weg. Guck mal da, der haut ab. Der haut ab. Hör auf abzuhauen. Alter, manchmal denkst du echt, also da sind die größten Schisser angestellt, weil die teilweise wirklich vor dir wegfahren. Ich weiß nicht, ob dann der Sprit leer ist oder ob sie keine Lust mehr haben oder ob Feierabend ist oder ob sie Donuts brauchen, man weiß es nicht. Jetzt fährt er gegen die Wand. Ei, so ein Volldepp. Können nicht mal wenigstens gescheite Mitarbeiter schicken. Komm. Ich warte auch extra. Ich bin ja so lieb. Ja, ja, fein, dadurch, genau. Ja, fein hast du das gemacht. Du bist aber ein toller Bursche, du. Dafür kriegst du eine Beförderung. Vielleicht auch nicht. Oh nein, oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Tut mir leid, ich wollte nicht. Ruhe in Frieden. Es war schön mit dir. Da ist einer, juhu, ein neuer Vollidiot. Komm her. Komm kuscheln an mein Herz, mein Schatz. Nein, oh Mann. Mann, was macht ihr denn alle? Ich habe euch doch gar nichts getan. Yay, Fahnenstufe 3. Okay, hat sich erledigt. Ab jetzt werden wir kein Problem mehr haben. Die, nicht loszuwerden. Andersrum. Ab jetzt werden wir kein Problem mehr haben. Nein, doch. Also das Problem, ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Ab jetzt müssen wir uns nicht mehr um die kümmern, hoffe ich. Fahrstufe 3 müsste ausreichen, dass wir Probleme genug haben. Dann darf ich jetzt endlich mal von normal meine Runde fahren. Also die ersten beiden Fahrstufen sind Hölle. Du musst da so, hat's ja gerade gesehen wieder. Und da kommen Rhinos. Ach, das sind die besten Einheiten in diesem Spiel, Leute. Ich sag euch jetzt schon mal. Die Leute, die das Spiel nicht kennen, aber die meisten werden es kennen, aber die Leute, die es kennen, wissen, was ich meine, wenn ich sage, die Rhinos sind die schlimmsten. Die sind wirklich böse. Die da ganz rechts, dieser Sondereiner, diese SUVs, die sind so böse. Die kommen dann zu zweit von vorne und rammen dann, also wenn du, sagen wir mal, hier durch willst, sperren die den Weg ab, fahren da zu und die Dinger, die rammst du nicht weg. Die sind so schwer und heavy. Okay, jetzt habe ich dasselbe Wort zweimal gesagt, einmal auf Deutsch und auf Englisch. Aber sie sind auf jeden Fall massiv, die kriegst du nicht so leicht weg und die sind böse. Die können dann wirklich das Genick brechen. Die Rhino-Einheiten, ganz, ganz schlimm. Gibt's auch bei Carbon, glaube ich, wieder. Aber bei Carbon, die Cops sind generell scheiße, da hat man so gut wie nie Probleme mit den Cops. Das ist hier schon ein bisschen anders. So, jetzt fahren wir schon seit 6 Minuten Verfolgung, haben aber immerhin auch schon 22.000 Kopfgeld. Inzwischen müsste es ein bisschen schneller gehen jetzt hier mit Fahndungsstufe 3. Aber irgendwie ist immer noch nur einer da. 1 Minute 40 dauert es, bis die Verstärkung kommt. Das kann doch nicht sein, Leute. Da ist er. Yeah, Rhinos! Woo! Und jetzt hat er sich selber kaputt gemacht. Oh mein Gott. Leute, diese Ansammlung von Inkompetenz bei der Polizei. Habt ihr das gehört im Hintergrund? Der hat selber die Verfolgungsstopper ausgelöst, den Donut, und hat sich selber zerstört. Ich meine... Also man muss sich die Mühe gar nicht mehr machen. Eigentlich muss man sich nur irgendwo hinstellen und warten. Die machen sich von alleine kaputt. So, da haben wir Rhinos. Oh! Was habe ich denn damit gemacht? Der ist ja weggeflogen wie nix. Das ist eigentlich normalerweise nicht der Fall. Also die Rhinos sind eigentlich ziemlich schwer. Aber jetzt geht es mit dem Kopfgeld auch voran. Jetzt haben wir kein Problem mehr. Okay, 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 okay. Das war knapp. Solche Situationen können einen natürlich killen, weil wenn du festhängst und der Wagen sich nicht mehr bewegt, bist du ganz schnell verhaftet und da kannst du nichts machen. Das Problem ist nämlich, anders als bei zum Beispiel Need for Speed Hot Pursuit aus dem Jahr 2002, der zweite Teil damals, also der zweite Hot Pursuit Teil, bei dem ist das so, du kannst, wenn du verfolgt wirst, die Rücksetztaste benutzen. Diese Taste, die einen halt zurück auf die Strecke setzt. Wenn man das allerdings bei Most Wanted hier macht, egal ob die in der Nähe sind oder nicht, dann wirst du automatisch verhaftet.
Und deswegen muss man da wirklich vorsichtig sein, dass man die nicht auslöst. Ich habe das früher, ist mir das öfter mal passiert, dass man aus Versehen dann die Rücksetztaste benutzt, wenn man in einer Situation ist, wo man denkt, okay, da komme ich jetzt nicht raus. Und dann bist du automatisch verhaftet. Und da muss man wirklich aufpassen. Das darf einem nicht passieren. Und das wäre eben so eine Situation gewesen, da wäre man eigentlich nur rausgekommen mit Rücksetztaste, aber die darfst du dann eben nicht benutzen, weil du in der Verfolgung bist. Wenn du die benutzt, bist du automatisch verhaftet und wenn du sie nicht benutzt, unter Umständen auch. Aber ich bin jetzt Gott sei Dank nochmal glimpflich davon gekommen. Okay, wir haben 50.000 Kopfgeld. Wie viel brauchten wir? 125.000, ne? Also ich würde sagen, wir machen so bis 100.000. Dann haben wir zwar locker 200.000, aber ein bisschen Puffer schade ja nicht. Beziehungsweise, nee, wir machen nicht bis zu einer bestimmten Summe, wir machen einfach bis zum Ende dieses Parts. Weil wir, das ist ein reiner Verfolgungspart. Insofern, ich werde hier ja kein Blacklist-Rennen mehr anfangen. Und dann würde man entweder dann den Part zu kurz haben oder man denkt, ja gut, dann nehmen wir halt noch für den nächsten Blacklist-Fahrer schon mal Kopfgeld mit und sammeln schon mal weiter. Schadet ja nichts. Komm schon, da passe ich durch. Woo! Oh nein, jetzt habe ich ihn, glaube ich, zerstört, ne? Oder? Nein, er fährt drumherum. Okay, er fährt drumherum. Nochmal Glück gehabt. Was ein Style-Move. Jetzt ist er auch schon wieder weg. Leute, ihr seid Fahndungsstufe 3. Ihr müsst langsam mal ein bisschen was auch drauf haben. Das kann nicht angehen. Habt ihr das gerade? Gerade hat man es richtig gut gesehen, was ich meine mit dem Porsche. Dass der, wenn der beschleunigt, teilweise extrem unkontrollierbar ist. Ihr habt da gesehen, der war locker mehrere Sekunden nicht steuerbar. Weil er einfach gerutscht ist beim Gas geben. Oh mein Gott, Rhinos. Oh Gott, ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, ja, Rhinos sind so böse. Die sind so böse. Oh mein Gott, habt ihr meine Wischbalken gesehen unten? Das war knapp. Das war knapp. Alter. Alter Schwede, mit den Rhinos darf man sich echt nicht anlegen. Man muss da richtig vorsichtig sein. Ich habe leider nicht drauf geachtet. Ja Leute, wenn ihr nicht mitkommt, kann ich euch nicht zerstören. Ihr seid langweilig. Jetzt wieder. Habt ihr das gerade? Der rutscht und rutscht und rutscht beim Beschleunigen. Das ist halt das Problem beim Porsche. Habt ihr da Nagelbänder liegen oder seid ihr einfach nur, steht ihr da einfach nur? Nee, die stehen da einfach nur. Das sieht so nach Nagelband aus, weil da doch so viel frei ist, aber nee. Also die Meilensteine haben wir auf jeden Fall schon, ne? Das ist halt nie das Problem. Meilensteine sind immer das Einfachste eigentlich von allem. Weil man die so oder so kriegt, wenn man das Kopfgeld macht. Jetzt geht's wirklich nur ums Kopfgeld und dann können wir beim nächsten Mal tatsächlich schon wieder ein Blacklist-Part machen. Es geht so schnell voran. Juhu, durchgebrochen. Ich glaube, jede Straßensperre, die man durchbricht, bringt auch nochmal irgendwie 30.000 Kopfgeld oder so. Also im Endeffekt werden wir wahrscheinlich jetzt schon das Kopfgeld haben. Aber ich habe ja gesagt, wir machen das zum Ende, also. So, mal gucken. Jetzt wieder. Also der bricht und bricht und bricht. Du kommst nicht weg. Das ist das Problem bei dem Wagen. Ich verstehe noch nicht so ganz, woran es liegt. Ja, Straßensperre durchbrochen. 11 Minuten Verfolgung jetzt schon. Je länger die Verfolgung geht, desto größer natürlich die Gefahr auch irgendwann, dass man verhaftet wird. Oh, jetzt habe ich alle zerstört. Aber hat auch nochmal ordentlich Kopfgeld gemacht. Komm, nimm mir mal den Donut mit. Hast du Hunger? Polizisten mögen doch Donut. Donuts. Ich mag auch Donuts, aber vor allem Polizisten. Warum ist das eigentlich... Warum? Woher kommt eigentlich dieses Klischee? Dass Polizisten total gerne Donuts essen. Bei GTA San Andreas hast du das. Bei den Simpsons hast du das. Ist das irgendwie... Also ich meine, das ist ja so ein amerikanisches Ding. Aber warum sind... Ich weiß nicht, woher das Klischee kommt. Ich meine, Polizisten sind auch nur Menschen. Ne? Wenn man Polizist wird, mag man ja nicht automatisch Donuts mehr. Ich mag Donuts auch. Aber warum ist das so ein Klischee? Wisst ihr, woher das kommt? Wenn ja, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht. So, also gleich haben wir 100.000 voll. Jetzt sind wir aber gerade mal bei 14 Minuten bei dem Part. Also ich werde jetzt noch nicht anfangen, mich auf die Flucht zu machen. Würde sagen, so bei 16 bis 18 Minuten fangen wir mal an zu flüchten. Zu fliehen. Weil das wird eh noch ein bisschen dauern, ein paar Minuten, bis wir dann wirklich weg sind. Also können wir dann damit anfangen langsam. Aber noch nicht. Noch nicht. Noch fahre ich hier ein bisschen meine Runde, sammle weiter mein Kopfgeld. Schnapp ihn sofort, sagt er. Will ich sehen, wie du mich sofort schnappst. Yeah, neue Wagen. Woohoo, Jungs, wir können Spaß haben zusammen. Kommt, wir gehen ein bisschen spielen.
Was meint ihr? Seid ihr dabei, ja, ne? Oh mein Gott! Dieses Telefonhäuschen ist unser Stürmer! Das kann doch nicht sein. Alter, das Telefonhäuschen. Habt ihr das gesehen? Das hätte mich fast gekillt. Normalerweise habe ich damit gerechnet, dass ich da durchbreche, aber nein. Da war ich zu langsam für das Telefonhäuschen und das hätte mich gerade fast gekillt. Alter. Das tödliche Telefonhäuschen. Ich sag's euch. Ganz gefährlich, Telefonhäuschen. Da wollte ich nicht mit anlegen. Gibt's aber heutzutage gar nicht mehr. Ich glaube, bei mir in der Stadt wüsste ich keinen Punkt mehr, wo es ein Telefonhäuschen gibt. Könnte ich euch nicht sagen. Ich glaube, die sind verschwunden. Es gab mal noch so ein paar vereinzelt, aber die sind, glaube ich, inzwischen alle weg. Ich glaube, es gibt bei uns in der Stadt keine Telefonhäuschen mehr. So, 10 Verfolger haben wir jetzt. Oh oh. Ich glaube, das war's. Das war's. Alle Einheiten abbremsen. Zum ersten Mal in diesem Let's Play wurden wir erwischt. Und warum? Da habe ich die Straßensperre zu leichte Schulter genommen. Wenn du erwischt wirst, musst du für deine Verstöße bezahlen. Zahle die Geldsumme oder benutze einen Entlassungsschein für den Knast. Dieses Symbol schiebt deine Schuld auf und verhindert eine Verwarnung, die gegen deinen Wagen verhängt wird. Wenn du nicht genug Geld oder das richtige Symbol hast, konfisziert die Polizei deinen Wagen und dann ist der Wagen weg, Leute. So, das Bußgeld, was wir bezahlen müssten, wären 1.950. Ich habe 114.000, also wir bezahlen das einfach. So, jetzt haben wir bei dem Wagen... Wartet mal. Wie ist das denn eigentlich mit dem Kopfgeld jetzt? Ich glaube, das war so, dass man das nochmal machen muss. Ich glaube, genau. Gut, damit, also das ist natürlich die Gefahr bei diesem Spiel. Das ist ja nichts, was ich jetzt irgendwie vorherbestimmen oder sonst was kann. Wenn man natürlich ein Let's Play dazu macht, besteht immer die Gefahr, selbst wenn man eine 40-Minuten-Verfolgungsjagd hat, kann es immer sein. Und so ist es beim Spielen auch, und dann natürlich auch im Let's Play, dass du 40 Minuten Verfolgungsjagd hast, paar Millionen Kopfgeld sammelst und dann verhaftet wirst und dann ist das Kopfgeld weg. Da kannst du machen, was du willst, das kann ich nicht vorhersehen, das kann ich nicht unbedingt ändern. Natürlich versuche ich das zu verhindern, dass sie mich kriegen, eben in der Situation. Es geht halt ziemlich schnell, wenn man einmal steht und nicht schnell weiterkommt, dann ist man halt verhaftet. Das geht in dem Spiel rucki-zucki, wie man so schön sagt, wie ich so schön sage. Eine Straßensperre und das war's. Wenn du die falsch kriegst. Also, ich fange jetzt nochmal an mit dem Kopfgeld. Viel werden wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Weil, ne, wir wurden gerade schon verhaftet. Gut, wir sind jetzt wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, sind wir jetzt wieder Fahndungsstufe? Ach Gott, wir sind wieder Fahndungsstufe 1 mit denen. Ah, jetzt überlege ich gerade fast, ob wir nicht einfach den Golf nehmen sollen. Anstatt jetzt hier nochmal irgendwie mit dem 20 Minuten rumzugurken. Na, ich weiß nicht. Natürlich ist das für mich ärgerlich. Ihr denkt euch auch, nein, lass ihn nicht erwischen. Und da ist erwischt. Ihr werdet wahrscheinlich genauso mitfiebern wie ich. Natürlich kriegt man auch Adrenalin in solchen Situationen. Wenn du 15 Minuten ist jetzt noch nicht so lange, da kommen ja noch längere Verfolgungsjagden. Aber wenn du eine lange Verfolgungsjagd hast und dann in so einer Situation bist wie eben, noch nicht verhaftet bist, sondern einfach nur in dieser Situation bist, dann kriegst du so Adrenalin und denkst dir, komm, fahr. Nein. Der Balken füllt sich und du siehst, wie der Balken sich füllt und denkst dir nur, Scheiße. Das war's. Und dann war's das wirklich. Und dann, sitzt man da und denkt sich, ja toll, alles umsonst. Aber das ist halt, das haben sie bei Most Wanted eben halt gut gemacht, ne? Das muss man auch wieder sagen. Bei anderen Need for Speed Spielen oder auch bei anderen Rennspielen ist es teilweise zu leicht. Und bei Most Wanted hier, da stellt die Polizei wirklich eine Gefahr dar. Und so soll es ja eigentlich auch sein in einem Spiel, wo es um Raser und um Polizisten geht. Da soll es ja eigentlich auch gefährlich sein, sich mit den Cops anzulegen. Und hier muss ja auch die Chance bestehen, dass die einen kriegen und relativ gut und schnell kriegen. Deswegen muss man auch wieder sagen, auch wenn es natürlich jetzt in der Situation eben ärgerlich war, an sich fürs Spiel ist es gut. Wird auch nicht das letzte Mal bleiben, dass sie uns kriegen. Das passiert nur mal ab und zu, wenn man einmal in eine blöde Situation kommt. Manchmal ist es wirklich durch einen einfachen Bug oder sowas, ja, dass man einfach quasi, warum auch immer, sich umdreht und dann kann man nichts machen, weil man sich nicht resetten darf und dann ist mal verhaftet. Sowas kann immer mal passieren, klar. Jetzt eben war es wirklich eine normale Polizei-Krieg-Dich-Situation, ne? Straßensperre, reingesammelt, verhaftet, fertig, so ist das. Das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen meine Schuld gewesen, weil ich mir auch dachte, komm, Straßensperren, gib Kopfgeld, fahren wir weiter durch, ne? Man hätte ja auch ausweichen können, aber das ist ja langweilig. Wenn, dann nimmt man die Straßensperren natürlich mit. Nee, ich find's super. Ich find's nicht unbedingt super, dass wir das jetzt alles nochmal machen müssen, aber ich find's super, dass wir auch mal verhaftet wurden. Muss auch mal irgendwann passieren.
Immerhin sind wir gleich schon wieder fahren auf Stufe 2. Das geht ja doch relativ schnell. So, fahren Stufe 2. Man kann auch, ich kann euch das mal kurz zeigen, ohne es jetzt aktiv wirklich auszunutzen, aber man kann auch, das nur mal eben darstellen, sein Auto, das haben bestimmt schon einige mal gemacht. Ja gut, es ist gerade kein Polizist mehr da. Ist natürlich blöd, wenn keine Polizei da ist. Na gut, jetzt kann ich mich hier auch verstecken, aber normalerweise, oh, vielleicht kommt einer. Da ist er, nee, doch nicht. Keiner Lust zu kommen, schade. Also eigentlich kannst du dein Auto auch hier oben hinstellen. Ich zeige euch das nachher nochmal, wenn wir Polizei am Hintern haben. Aber ich meine, gut, das ist halt ein Verfolgungspart. Das heißt, wir können den auch ein bisschen überziehen. Oh, da ist Polizei. So, dann kann ich es euch zeigen. Das heißt, wir können den auch überziehen. Normalerweise wäre jetzt ungefähr die Länge von einem normalen Part erreicht. Aber da es ein Verfolgungspart ist, machen wir das noch ein bisschen länger. So, mal gucken, ob das funktioniert. Man muss auch an der richtigen Stelle stehen. So, ihr seht jetzt, die Cops sind da unten. Weiß nicht, ob man es... Man kann es nicht so gut sehen, weil ich hier oben bin. Aber die fahren jetzt da unten die ganze Zeit rum, ne? Und du kriegst halt Fahnenstufe und Fahnenstufe und Kopfgeld und Kopfgeld und Kopfgeld, weil die Cops natürlich die ganze Zeit hinter dir her sind und die Fahnenstufe einfach weiter, also das Kopfgeld weiter steigt. Aber die fahren nicht hier hoch. Da hinten geht's ja hoch, ne? Da hinten könnten sie hochfahren, aber die sind zu doof dafür. Das heißt im Endeffekt, das ist so für die Leute, die es nicht anders ja, hinkriegen oder nicht anders machen wollen. Ich fahre jetzt gleich hier weg, weil ich will das jetzt nicht ausnutzen. Momentan kriegen wir kaum Kopfgeld, deswegen ist das egal, ich kann euch das mal in Ruhe zeigen. Finde ich ganz gut, das auch mal zu zeigen, eben damit die Leute, die es vielleicht nochmal spielen, die es vielleicht noch nicht wussten, das mal machen können. Ich bin ja auch jemand, der gibt immer mal gerne Tipps auch bei seinen Videos. Also, wenn ihr Kopfgeld braucht, viel, und selber zu faul seid, irgendwie Verfolgungsjagden zu fahren, dann stellt einfach den Wagen hier oben hin und wartet. Ne? Ihr kriegt dann halt Kopfgeld, Kopfgeld, Kopfgeld. Die fahren da unten rum, teilweise zerstören die sich sogar selber, weil sie gegen die Säulen fahren. Ihr kriegt dann noch mehr Kopfgeld. Und das Einzige, was man halt wirklich selber machen muss, ist dann das Entkommen. Ne? Ihr müsst also nur noch irgendwann wegfahren, am besten da hinten durch die Tankstelle. Warte mal, habe ich eine Mauszeiger? Ja. Ah, siehst du, der zerstört sich schon selber. Da hinten ist diese, ich weiß nicht, ob ihr die Maus seht, ihr müsstet sie eigentlich sehen. Da hinten ist ja diese Tankstelle. Das heißt, im Endeffekt fahrt ihr dann einfach noch dahin. So, und dann, ne, habt ihr die alle zerstört, haut ab, fertig ist das. Also hier kann man eigentlich beliebig Kopfgeld. Ja, das ist eigentlich, es ist eigentlich kein Glitch. Im Endeffekt stellt man sich ja nur hier oben hin. Es ist kein unbedingt Fehler. Die sind halt einfach zu blöd, hier hochzufahren. Ist auch kein Bug oder so, obwohl, ja, ich weiß nicht, ob man das Bug bezeichnet, eigentlich nicht wirklich, weil es ist ja kein Fehler im Spiel sozusagen, dass man hier hoch kann, und es ist auch kein Fehler im Spiel, dass die Polizei, ne, die sind einfach nur zu blöd. So einfach ist das. Die sind einfach nur zu blöd. Aber da ich das nicht machen möchte, sondern die Verfolgungsjagden richtig fahren möchte, ich wollte es euch nur mal zeigen, also wenn ihr Kopfgeld braucht, stell dich da oben hin, am besten relativ weit da, weil wenn man zu weit hinten steht, ist mir das schon passiert mal, ich habe das schon mal gemacht irgendwann früher, wenn man sich hier hinstellt, dann fahren die teilweise doch hoch. Und wenn ihr dann natürlich AFK seid, also ihr müsst schon am besten zugucken, ja. Ihr könnt natürlich auch auf Klo gehen oder so, aber oder was Fernseh gucken gehen und dann das Auto stehen lassen. Aber wenn man halt Pech hat, dann kommt doch mal einer hoch irgendwann, das kann passieren, dann kriegen sie einen doch. Aber gut, ansonsten ist das so die einfachste Methode, irgendwie an Kopfgeld zu kriegen, ohne dass man was machen muss dafür. Aber ist halt ein bisschen langweilig. Fährt der gerade rückwärts so schnell? Anscheinend ja. Fährt er mit 200 Sachen rückwärts, ey. So, jetzt wäre es mir halt noch ganz lieb, jetzt nicht unbedingt überschüssiges Kopfgeld zu sammeln, aber zumindest das, was wir noch brauchen. Wir brauchen ja immer noch 125.000. Nur die sind halt wieder so schlecht, die Cops. Jetzt wieder. Das meinte ich halt auch, ne? Vorhin auch wieder. Bei der ersten Verfolgungsjagd. Die ganze Zeit viel zu einfach und dann Stufe 3 und zack, haben sie mich gehabt, ne? Wobei Stufe 3 natürlich noch nichts ist eigentlich. Okay, wir hatten schon Rhinos, wir hatten böse Straßensperren und so, aber Nagelbänder nicht, keine Helis, keine richtig dicken Einheiten, keine Korvetts und so. Da kommt also noch wesentlich mehr. Natürlich kannst auch bei Fahndungsstufe 1, kannst du auch, wenn du Pech hast, auch verhaftet werden. Ne? Also geht immer, theoretisch. Musst du nur Pech haben. Oder halt sehr schlecht fahren. Okay, das geht auch. Burger King, lass mal was essen gehen. Boah, ich hab Hunger, Leute. Wenn ich das so sehe, krieg ich Hunger. Gleise, wir fahren Stufe 3. Oder auch nicht, weil wir jetzt abhauen gerade. Scheiße, da hinten ist einer. Juhu, hinterher. Hallöchen. Und wieder zerstört. Da ist noch einer. Der
Wisst ihr noch, wie ich hier mal hochgeglitscht bin aus Versehen und gegen die Säule gefahren und bin plötzlich oben stand? Das war vielleicht was. So, jetzt sind wir fahren auf Stufe 3. Okay. Fahren wir jetzt noch ein bisschen kommen. Dann haben wir im Endeffekt halt das Ganze zweimal gemacht. Jetzt kann ich nur hoffen, dass es beim zweiten Mal klappt. Ich will nicht, dass der Part stundenlang wird. Also, dafür sind die Verfolgungsparts ja gedacht, dass die mal länger sein können, auch falls man mal verhaftet wird oder halt das Kopfgeld braucht. Deswegen mache ich das ja extra in einen einzelnen Part, damit die Leute, die das nicht sehen wollen, einfach sich den Part anschauen, nicht anschauen und nicht dann das überspringen müssen, sondern einfach den ganzen Part weglassen können. Aber viele wiederum finden halt auch gerade die Verfolgungsjagden so das Coolste bei dem Spiel. Insofern ist das für manche vielleicht genau das Richtige, so ein 40 Minuten Verfolgungsjagd-Part. Aber also deswegen mache ich das halt, damit jeder so selber für sich entscheiden kann, möchte ich das oder nicht. Weil wirklich was anderes, es passiert ja nichts anderes außer Verfolgungsjagd in dem Part. Das heißt, jeder weiß, wo er da ist. Die Leute, die es sehen wollen, schauen es. Die Leute, die es nicht sehen wollen, lassen es aus und schauen sich nur die Renn- und Blacklist-Parts an. Fertig ist. Also ich finde das ganz gut gemacht von mir eigentlich. Yeah, da ist wieder einer. Woo, und der ist wieder zerstört, oder? Ja. So schnell machst du die kaputt. Und da ist wieder einer. Und der ist wieder zerstört. Man könnte jetzt auch, weil wir schon fahren in Stufe 3 sind, einmal kurz entkommen. Straßensperren, ihr erinnert euch, da hatten wir schon Spaß mit. Man könnte jetzt auch einmal entkommen und zu gucken, wie viel noch fehlt. Wir sind ja schon fahren in Stufe 3 jetzt. Und dann nochmal neu anfangen, den Rest noch holen. Komm, das machen wir mal. Wir versuchen mal eben zu fliehen. Mal gucken, ob es klappt. Ich versuche es mal. Wo genau will der Pfeil mich hinführen? Also was will der mir zeigen? Wo ist der Kopf? Ja, mal gucken, vielleicht klappt's. Nur die werden halt so ein bisschen zu dir auch gelenkt. Das sind ja KI-Gegner, ja? Die werden natürlich hier hingelenkt. Damit man, wenn man abhauen will, sich wirklich in dem richtigen Versteck versteckt. Da hinten sehe ich schon einen. Na, vielleicht klappt's hier. Ich will nur mal gucken. Wir haben jetzt gerade oben erst 25.000, aber vielleicht mit Straßensperren und zerstörten Cops haben wir vielleicht schon ein bisschen mehr. So, 692.000. Uns fehlen jetzt noch genau 100.000. Okay. Ja, wir machen was. Wird der Part tatsächlich noch viel länger? Ja, machen wir das noch? Oder... Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Na komm, weiter geht's. Ist egal. Vielleicht mache ich auch zwei Parts draus und kennzeichne die extra als Verfolgungsparts. Das kann ich auch machen, dann wisst ihr Bescheid. Man kann ja auch beide an einem Tag rausbringen oder sowas. Dann schreibe ich hin, Verfolgungspart für Blacklist Nummer so und so Part 1, Verfolgungspart für Blacklist Nummer so und so Part 2. Und dann wisst ihr Bescheid, was Sache ist. Ich würde sagen, so machen wir's. Okay, mal gucken. Wir fahren einfach weiter unsere Ründchen. Ich kann natürlich irgendwann, habe ich auch nichts mehr zu reden. Meine Stimme wird langsam schwach nach so vielen Videos heute schon. Vor allem jetzt bei diesem Verfolgungsparty auch wieder. Der geht jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde und meine Stimme lässt irgendwann nach. Ich kann euch jetzt nicht einen Redefluss von 300.000 Wörter pro Minute liefern, wie sonst manchmal. Ich fahre einfach weiter meine Ründchen und bin mal ein bisschen ruhiger. Ja, doch. Fahr mir bitte mit Vollkarach in den Kofferraum. Danke dafür. Du Luder, du. Meilenstein erreicht. Oh, wo haben wir denn jetzt gerade? Alter, mein Spiel ruckelt gerade. Warum?
Aber warum haben wir denn gerade jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe es gerade nicht mehr beobachtet. Oh mein Gott, mein Spiellenker. Moment. Ja, meine lieben Zuschauer, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch im selben Part, im nächsten Part, wie auch immer ist. Ich weiß, warum mein Spiel so geleckt hat. Die Festplatte ist voll, dass die Aufnahmen für Need for Speed Most Wanted nehmen inzwischen über 1 Terabyte ein, weil das Spiel viel Speicherplatz braucht mit Full HP. Full HD. Und deswegen, also wir haben jetzt 69.000 Kopfgeld. Ich weiß, da war jetzt irgendwas passiert in dem ganzen Gelege. Wir haben da viel Kopfgeld mit irgendwas bekommen. Deswegen, ich versuche das jetzt einfach schnell loszuwerden. Das müsste locker schon reichen vielleicht. Nur ist die Frage, wie werde ich es jetzt los? Wir brauchen, also runter vom Highway müssen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen einen Verfolgungsstopper. Wir fahren erstmal durch die Polizeistation, würde ich sagen. Jetzt haben wir noch 12 Einheiten, die uns verfolgen. Ich hoffe, wir werden diesmal auch entkommen. So, jetzt noch 11. Einen leider nur zerstört damit. Jetzt kommen die von rechts, okay. Naja, 5 noch. 4 noch. Ich muss sie schnell loswerden. Ich habe nicht viel Speicherplatz. Ich habe gerade ein bisschen was freigemacht, damit ich zumindest die Verfolgungsjagd zu Ende aufnehmen kann. Oh, oh, ich habe gerade ein Déjà-vu. Oh mein Gott, das war knapp. Angeblich habe ich nur 3 Verfolger. Also ich habe nur ein bisschen Speicherplatz machen können. Wie gesagt, die Need for Speed-Aufnahmen nehmen noch über 1 Terabyte ein und ich kann die jetzt nicht löschen, weil ich noch rendern muss. Und ich kann aber jetzt auch nicht, ich will zumindest die Verfolgungsjagd beenden, damit ich speichern kann. Und dann, demnächst weiter aufnehmen kann. Ich muss entkommen. Die Verstärkung kommt gleich. Okay, ich versuche mal. Absperrung des Sektors im Radius von 10 Meilen ist durch die Einsatzleitung genehmigt. Oh, es hat geklappt. So, mal gucken, ob das reicht. Es könnte sein. Alter, es hat gereicht, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, woher ich da im... Da hatten wir auf einmal plötzlich ganz viel Kopfgeld. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich muss mir das nochmal anschauen in den Aufnahmen. Ich war so irritiert von dem Gelege. Aber es reicht auf jeden Fall. Ich glaube, jetzt können wir gegen ihn fahren. Blacklist. Ja, okay. Wir können gegen Earl fahren. Dann hat's doch noch geklappt in diesem Part. Und zwar, nachdem ich erst so lange gebraucht habe, dann verhaftet wurde, ging's dann doch plötzlich relativ schnell. Wie gesagt, ich muss mir das selber nochmal anschauen, was da genau war, dass wir plötzlich 70.000 hatten aus dem Nichts. Ja, die haben angefangen mit Fahrungsstufe 3 dann. Ja, sorry dafür, dass es beim ersten Mal nicht geklappt hat und ich verhaftet wurde. Aber im Endeffekt braucht man sich nicht für entschuldigen. Das ist normal in dem Spiel, dass man auch mal verhaftet wird. Ist euch sicherlich auch passiert. Die Leute, die es noch nicht gespielt haben, haben kein Recht zu meckern. Und die können sich vor allem selber mal das Spiel gefälligst zulegen und spielen. Das ist nämlich der Hammer. Und ansonsten geht es beim nächsten Mal weiter mit Earl, Blacklist Nummer 9. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, euch einen schönen guten Tag. Alles Gute. Danke, dass ihr bei diesem Verfolgungspart hier dabei wart. Euer Walle. Bye, bye.